Okay, Stachelberggipfel. Oh, das ist eine Sackgasse. Verzeihung, Herr Traumauto, wo ist mein verlorenes Item? Wo genau ist mein verlorenes Item denn? Tut mir leid, Kleiner. Dein verlorenes Item? Hier ist es nicht. So viel ist sicher. Was? Mein großer Bruder kommt doch nach, oder? Ist er bald da? Nein, dein großer Bruder wird nicht kommen. Ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Das war alles nur ein Trick, um euch zu täuschen. Was? Aber vergessen wir das. Ich muss dich um einen kleinen Gefallen bitten. Siehst du dieses Loch hinter dir? Nun, angeblich soll da drin der erbeutete Schatz eines Diebes liegen. Aber wie du siehst, bin ich zu groß, um mich durch das Loch zu quetschen. Und da kommst du ins Spiel. Keine Angst, tu einfach, was ich dir sage. Wenn du das tust, helfe ich dir wieder raus. Aber... Los, mach schon. Kriech in das Loch und vergiss nicht, den Schatz mitzubringen. Mein großer... Oh Gott, da rutscht der Text gerade zu schnell durch. Hey, hör auf damit. Verflixt, ich sage doch, dass ich dich heimbringe, wenn du fertig bist. Wenn du weiter Ärger machst, bringst du dich in große Schwierigkeiten. Hilfe! Hör sofort auf! Das lassen wir nicht zu. Traumato, du Bösewicht. Wie habt ihr uns gefunden? Wir sind Team Crosshard, ein Erkundungsteam. Kein Ganove ist für uns sicher. Ein Erkundungsteam? Ihr wollt mich festnehmen? Was ist? Zitterst du etwa? Ich durchschaue euch. Ihr sagt, ihr seid ein Erkundungsteam, aber ihr seid ja noch totale Grünschnäbel. Hey. Es ist wahr, ich bin ein per Kopfgeld gesuchtes Pokémon. Aber was ist mit euch? Könnt ihr mich stellen und zur Rechenschaft ziehen? Ja, wir können. Wir können. So ein Bösewicht wie dich lassen wir nicht entkommen. Mich haben schon viele Erkundungsteams gejagt, aber noch keines war so erbärmlich wie ihr. Das wird sicher lustig. Mal sehen, ob ihr mich besiegen könnt. Zeigt mir, was ihr drauf habt. So. Erste Aktion ist, ich gehe hierher. So. Dann. Moment mal, Fliegi, du benutzt jetzt bitte mal nur noch den Biss. Und. Ich werde erstmal schauen, ob ich ihn paralysieren kann. Sehr schön, die Hypnose ging daneben. Ein Donnerschock aber leider auch. KP habe ich noch. Ich esse lieber eine Siedelbeere. Ich weiß nämlich, dass der noch eine Konfusion hat und die würde mich in dem Zustand schon umhauen. Oh, er schreckt zurück. Das ist sehr schön. Und da ist er besiegt. Sehr schön. Haben wir es doch geschafft. Die Siedelbeere wäre zwar nicht nötig gewesen, aber sicher ist sicher. Wir sind gekommen, um dich zu retten. Bist du in Ordnung? Du bist nicht verletzt, oder? Es geht mir gut. Gut, da sind wir erleichtert. Dein großer Bruder wartet auf dich. Gehen wir nach Hause. Okay. Ich bin Magnetzone, der Oberwachtmeister der Gegend. Vielen Dank. Dank euch konnten wir einen gesuchten Verbrecher fassen. Wir sind euch für eure Mitarbeit zu großem Dank verpflichtet. Wir lassen die Belohnung eurer Gilde zukommen. Nochmals danke. Jetzt komm mit. Azuril. Meryl. Meryl, ich hatte solche Angst. Alles okay, Azuril? Bist du verletzt? Es geht ihm gut, der Kleine ist unversehrt. Wirklich? Ich bin ja so erleichtert. Oh, Azuril, Azuril. Ich freue mich so für euch. Ihr habt das nur für uns getan, Fliegi und Kian. Wir werden das niemals vergessen. Vielen, vielen Dank.
Komm schon, Azurill, jetzt du. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Wirklich, vielen, vielen Dank. Wie oft wollen die sich noch bedanken? Der Erkundungsteamverband hat eine Nachricht geschickt. Wir erhalten einen größeren Schatzbeutel. Kannst jetzt mehr Items als bisher tragen, nämlich jetzt 24 Stück. Augenblick, da ist noch eine Nachricht. Die Bonus-Episode Der Wunsch von Bidiza wurde freigeschaltet. Ja, ist jetzt die Frage, wollen wir die direkt spielen? Ich habe das Kopfgeld von Oberwachmeister Magizone für den gefangenen Ganoven erhalten. Gut gemacht, ihr zwei. Hier ist euer Anteil für den Job. Ihr dürft ihn behalten. 3000 Poke waren ausgesetzt. Ja, gut. Wir kriegen davon 300. Was? Das ist alles? Nach all der harten Arbeit? Aber natürlich, es ist alles Teil des Trainings. Und morgen erwarten wir, dass ihr euch ebenso anstrengt. Ich wäre schon zufrieden, wenn unser Anteil nur ein bisschen größer wäre. Aber es ist schon okay. Wir haben es geschafft, Azurill zu retten. Das verdanken wir nur dir, Kilian, weil du diesen Traum hattest. Darum wussten wir im Voraus, dass Azurill in Schwierigkeiten steckt. Das stimmt. Ich kann es nicht erklären, aber der erste Schrei von Azurill, den ich gehört habe, und dieser Traum, den ich hatte. Beide Ereignisse, sie fanden in der Zukunft statt. Wieso konnte ich so etwas sehen? Was war das für ein Traum? Oh, dein Magen hat geknurrt. Dein Magen hat auch geknurrt. Wir haben wohl einen ziemlichen Kohldampf. Wir waren so auf die Rettung von Azurill konzentriert, dass wir es gar nicht gemerkt haben. Aber jetzt habe ich umso mehr Hunger. Komm, gehen wir zum Abendessen. Boah, diese Blitze sind Wahnsinn. Sieht nach einem heftigen Gewitter aus heute Nacht. Warte mal, weißt du, was in der Nacht war, bevor wir uns trafen? Jener Nacht gab es auch ein Gewitter. Am Morgen nach dieser stürmischen Nacht lagst du bewusstlos am Strand. Und, weißt du wieder, warum du bewusstlos am Strand lagst? Erinnerst du dich an irgendwas? Ich frage mich, es gab ein Gewitter, aber wieso lag ich danach bewusstlos am Strand? Nein, ich erinnere mich an nichts. So einfach geht das wohl nicht. Aber es ist in Ordnung. Versuch einfach, dich Stück für Stück zu erinnern. Wir müssen morgen wieder früh aufstehen. Legen wir uns schlafen. Hör mal, Kilian, bist du noch wach? Seit diese Sache passiert ist, denke ich immer wieder darüber nach. Dieser seltsame Traum von dir. Vielleicht hat er etwas mit dir persönlich zu tun. Ich habe nur so ein Gefühl. Jedenfalls kenne ich kein anderes Pikachu, das von der Zukunft träumt. Und von einem Menschen, der plötzlich zu einem Pokémon geworden ist, habe ich auch noch nie gehört. Darum glaube ich, dass diese beiden Ereignisse zusammenhängen. Sag mir einfach mein Gefühl. Der Schlüssel zu meiner Erinnerung liegt etwa in meinem Traum? Aber selbst wenn das stimmt, wie passt das alles zusammen? Ich weiß zwar nicht, was du für ein Mensch warst, aber ich glaube, du musst ein guter Mensch gewesen sein. Ich meine, es war dank deinem Traum, dass wir dieses bösartige Pokémon fangen konnten. Bösartige Pokémon, Oh, das erinnert mich daran, was Plauderer gesagt hat. Dass die wachsende Anzahl bösartiger Pokémon daherkommt, dass die Zeit durcheinander geraten ist. Weißt du, die Zeit gerät durcheinander, Stück für Stück, und zwar auf der ganzen Welt. Niemand scheint den Grund dafür zu kennen. Aber alle glauben, dass es irgendwas mit den Zahnrädern der Zeit zu tun hat. Zahnräder der Zeit? Es heißt, dass an geheimen Orten auf der ganzen Welt Zahnräder der Zeit versteckt sind.
Zum Beispiel in einem Wald. Oder bei einem See in einer unterirdischen Höhle. Ich habe sogar von einem geheimen Altar in einem Vulkan gehört. Im Zentrum solcher Orte. Dort ist ein sogenanntes Zahnrad der Zeit versteckt. Zahnräder der Zeit erfüllen eine sehr wichtige Funktion. Jedes Zahnrad schützt die Zeit in der jeweiligen Region und sorgt dafür, dass sie richtig fließt. Aber was, wenn eine Region ihr Zahnrad der Zeit verliert? Ich weiß keine sichere Antwort auf diese Frage. Aber ich vermute, wenn ein Zahnrad der Zeit aus einer Region entfernt wird, dann wird der Fluss der Zeit in dieser Region wahrscheinlich aufhören. Darum achtet jeder darauf, die Zahnräder der Zeit nicht zu stören. Alle sind sich seit langem sicher, dass es zu einer Katastrophe führen würde. Also halten sich alle davon fern und lassen die Finger von ihnen. Selbst skrupellose Verbrecher machen sich lieber nicht an ihnen zu schaffen. Sehe ich richtig? Kann es sein? Ja, es ist wahr. Endlich habe ich es gefunden. Ein Zahnrad der Zeit. Aber es ist nur das erste von vielen. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür! Es ist Morgen! Guten Morgen, Kilian. Yep, wir speichern jetzt erstmal kurz. So, jetzt ist die Sache. Moment mal kurz. Speichern uns im Hauptmenü, können wir mal kurz machen. Wir haben ja vorhin diese tolle Nachricht bekommen. Das haben wir hier auch einen neuen Menüpunkt. Die Episodenliste. Da werden uns nach und nach die 5 Bonus-Episoden freigespielt. Und ich würde sagen, die erste können wir doch jetzt gleich mal spielen, oder? Alles klar, lasst uns mit dem Training... Alles klar, lasst uns den Tag angemessen beginnen. Gott, was lese ich hier schon wieder? Unser morgendlicher Jubelruf. Alle zusammen. So, den kennen wir schon. Gut, Pokémon, an die Arbeit. So. Kilian, lass uns heute wieder unser Bestes bei den Gildenaufgaben geben. Das Team von Kilian. Sie sehen heute so fröhlich aus. Jawohl, ja. Ich werde mich auch nicht unterkriegen lassen. Jawohl, ja. Mein Name ist Bidica. Ich bin ein Gildenlehrling. Bevor Kilian hier ankam, war ich der neueste Lehrling dieser Gilde. Jawohl, ja. Mein Traum ist es, für die Gilde mein Bestes zu geben, zu lernen. Und eines Tages... Eines Tages werde ich der beste Erkunder aller Zeiten sein. Jawohl, ja. Bonus Episode 1, der Wunsch von Bidica. Ganz genau, mein Traum ist es, der beste Erkunder zu sein. Dafür habe ich mich zu dem Ort begeben, der unter Erkunden den besten Ruf genießt. Ich bin zur Knuddelhoff-Gilde des Gildenmeisters gestoßen, jawohl, ja. Na gut, dann mache ich mich mal auf den Weg. Bitte grüße wir die Gildenmitglieder ganz herzlich. Jawohl, ja. Oh, und pass auf dich auf. Du bist ein kleiner Vielfraß. Nicht, dass du irgendwas Komisches futterst. Denk daran. Solltest du in Schwierigkeiten geraten, kannst du immer noch zu uns zurückkehren. Mama. Gib dein Bestes, großer Bruder. Pass auf dich auf. Ja. Es geht schon. Macht euch keine Sorgen, jawohl, ja. Wenn ich wiederkomme, werde ich berühmt sein. Ich werde euch stolz machen. Wartet nur ab. Donnerwetter, ihr alle. Ich bin dann mal weg. Alles Gute.
Also habe ich meinen Heimatort verlassen. Bin als Lehrling in die Gilde des Gildenmeisters eingetreten. Aber das Training in der Gilde war schwieriger, als ich erwartet hatte. Hey, immer noch nicht! Du bist langsam, Bidiza! Doch, da bin ich. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Hier ist er, jawohl, ja. Hier ist dein Belebersamen. Was? Was ist das? Hä? Dies ist ein Schwundsamen, oder etwa nicht? Und jetzt, Staumeier, bring mir sofort den richtigen! Egal, was mir aufgetragen wurde, jedes Mal ging etwas schief. Und dann... Was ist das bloß? So lecker. Hey, Bidiza, was machst du denn hier? Oh, das ist der für den Gildenmeister so wichtige. Perfekter Apfel. Echt? Perfekter Apfel? Donnerwetter, so nennt man das also? So eindrucksvoll und lecker, jawohl, ja. Endlich was im Magen. Warte, hast du wirklich gerade alle aufgegessen? Jawohl, ja. Oh, entschuldige, wolltest du auch ein Plaudergei? Wenn du etwas gesagt hättest, hätte ich dir einen übrig gelassen. Was? Was hast du getan? Was hast du getan? Was ist denn nur? Donnerwetter, habe ich was falsch gemacht? Mehr als nur falsch. Wenn seine perfekten Äpfel alle weg sind, dann wird der Gildenmeister... Oh nein! Oh nein! Wie entsetzlich. Als Bestrafung gibt es für dich heute kein Essen. Verstanden? Aber... Menschenskind, ich hab's doch nicht so gemeint. Mein Appetit bringt mich immer wieder in Schwierigkeiten. Und jetzt konnte ich nicht mal meine Lieblingsmahlzeit essen. Donnerwetter, ich wollte doch immer mein Bestes geben. Aber ich vermassle es immer wieder, jedes Mal. Anscheinend fehlt mir einfach etwas, um ein richtiger Erkunder zu sein. Ich werde nie der beste Erkunder sein, ich schaffe es einfach nicht. Ich fing wirklich an, so zu denken. Aber dann passierte Folgendes. So. Hey, Bidiza. Ja, was gibt's? Deine Aufgabe für heute. Bitte geh zum Kekleomarkt und finde heraus, wie viele Siedelbeeren sie heute im Angebot haben. Huch, stimmt etwas nicht, Bidiza? Du erledigst doch immer kleine Botengänge wie diesen. Das schaffst du schon. Donnerwetter, das ist es nicht. Aber ich habe immer diese kleinen Botengänge zu erledigen. Ich würde viel lieber mal einen Erkundungsauftrag bekommen. Jawohl, ja. Denkst du nicht, es ist an der Zeit, dass ich mal einen Job vom Jobinfobrett erledigen kann? Was? Darüber macht man keine Witze. Wenn ich dich jetzt einen solchen Auftrag machen ließe, wie sehr würdest du ihn wohl verpatzen? Naja, ich... Dann werde ich... Muss ich eben... Der Traum meines Lebens. Bidiza, sei nicht so ungeduldig. Du bist nun eben ein bisschen langsamer als die anderen. Donnerwetter, du musst dich ja nicht so direkt sein. Aber ich weiß, der Tag wird kommen, an dem auch du Erkundungsjobs erledigen wirst. Wenn du ein großer Erkunder sein willst, musst du dich eben erst an die Erkundungsjobs heranarbeiten. Gib dein Bestes und lass dich beim Training nicht hängen. Also, du sagst mir, dass ich mich nur gedulden muss? Donnerwetter, ich verstehe. Ich werde mir Mühe geben, jawohl, ja. Genau, die Einstellung lobe ich mir. Nun, da du verstehst, wärst du vermutlich den Auftrag zu erledigen, von dem wir gerade sprachen. Bitte geh zum Kekleomarkt und finde heraus, wie viele Siedelbeeren sie heute im Angebot haben. Verstanden, Sir. Jawohl, ja. Die Bonus-Episode Der Wunsch von Bidiza mit Bidiza in der Hauptrolle. Du wirst die Geschichte mit Bidiza als spielbarem Charakter bestreiten. Begib dich also zum Kekleomarkt in Schattstadt. Genau wie Plaudergeil es von dir verlangt hat. Und noch etwas. Du kannst deinen Fortschritt beim Wasserloch oder im Bett von Bidiza sichern. Das Wasserloch befindet sich an der Kreuzung geradewegs unterhalb des Ausgangs der Gilde. Das Bett von Bidiza findest du in den Crewräumen der Gilde, indem du erst nach rechts und dann nach unten gehst. Wenn du deinen Fortschritt sichern willst, geh zum Wasserloch oder zum Bett von Bidiza.